Das, was Access von der Tabellenkalkulation unterscheidet, ist, dass man hier Tabellen in Beziehung setzen kann. Ich habe hier im Vorgriff auf zukünftige Übungen schon einige Tabellen in dieser Beziehungsansicht dargestellt, um dort zu zeigen, es gibt 1:1-Beziehungen, zum Beispiel dann, wenn ein Teil der Daten frei zugänglich ist in einem Verzeichnis allgemein zugänglich im Unternehmen. Und Daten, die genau zu einem Mitarbeiter gehören, zum Beispiel die Personalakte, die nicht frei zugänglich ist, dann kann man die über die Personalnummer eindeutig miteinander verbinden und das wird also hier angedeutet. In dem vorausgegangenen Beispiel wurden dann auch die Personalnummern bei den Mitarbeitern in der Mitarbeitertabelle mit der registrierten Personalnummer bei den Seminarbesuchen Verbindung gesetzt. Das ist also ein typisches Beispiel für eine 1:N-Beziehung. Das sollte man sich einmal auch theoretisch mit etwas mehr Hintergrund anschauen und dazu gibt es in der Wikipedia ein Beispiel, das findet man, wenn man Kardinalität in Zusammenhang mit Datenbanken aufsucht. Diese Vokabeln, die hier vorkommen, wie hier dieses Entity-Relationship-Diagramm, oder Entität, die sollte man sich durchaus anschauen. Es könnte bei den Prüfungen danach gefragt werden. Wichtig für mich ist aber jetzt erst einmal, dass man sich unter diesen Beziehungstypen etwas vorstellen kann. Und da hat man hier Beispiele für 1:1, aber darauf geklickt und finde dann für den 1:1-Beziehungstyp das, was in Deutschland gilt zwischen Ehemann und Ehefrau, jeder darf nur einen Ehepartner haben. Und das ist also hier ein Beispiel für eine 1:1-Beziehung. Bei 1:N ist hier ein Museum oder sind Museen genannt. In einem Museum könnte es N Kunstwerke geben und die sind dann in einer 1:N-Beziehung. Für N:M, da fällt mir bei Access nichts ein, was ich da schon mal praktisch umsetzen musste. Aber hier, das Beispiel ist durchaus sehr interessant als Vorüberlegung. Studenten und Professoren an einer Uni, es gibt N Studenten und M Professoren. Jeder Student könnte zu jedem Professor in die Vorlesung gehen oder jeder Professor könnte theoretisch alle Studenten zu seinen Zuhörern zählen und da gibt es eine ganze Menge von Beziehungen, die da möglich sind und das wird hier angedeutet. Das soll aber jetzt am Beispiel von Access einmal gezeigt werden, zunächst die 1:1-Beziehung. Zunächst möchte ich eine Beziehung aufbauen und zwar zwischen den beiden Tabellen Mitarbeiter und Mitarbeiterdaten. Ursprünglich war das mal ein Datenbestand, aber wegen der personenbezogenen Daten, die vertraulich sind, wurde dieser Datenbestand getrennt. Die Tabelle Mitarbeiter, die kann im Unternehmen für jedermann zugänglich sein. Da steht ja außer dem Namen nur die Personalnummer, die Abteilung und die Kostenstelle. Mitarbeiterdaten. Das ist vertraulich, da steht die Adresse, die Telefonnummer, das Gehalt, vielleicht mögliche Abmahnungen, Eintrittsdaten, Tagessätze und vieles mehr, was vertraulich ist. Die Personalnummer ist das Feld, was die Verbindung ermöglicht. Und wie man diese verbindet, diese beiden Tabellen, das will ich jetzt zeigen. Gehe dazu auf die Datenbanktools, wähle die Schaltfläche Beziehungen und füge über diese Schaltfläche Tabelle anzeigen sowohl die Mitarbeiterdaten hinzu als auch Mitarbeiter. Und dann schließe ich diesen Dialog und jetzt kann ich diese beiden etwas anders anordnen, dass ich etwas mehr sehe und verbinde die Personalnummer in beiden Tabellen. Es wird schon der Beziehungstyp 1:1 angezeigt. Klicke dann auf Erstellen und dann kann ich mir zum Beispiel Abfragen generieren, in der
aus beiden Tabellen die Felder zusammen in einer Liste dargestellt werden. In dieser Ansicht mit den Beziehungen bringe ich dann auch gleich noch eine 1 zu n Beziehung unter. Dazu zeige ich nochmal die Tabellen an und wähle Seminare. Da wissen wir ja noch aus dem Grundkurs, dass zu einem Mitarbeiter verschiedene Seminare eingetragen werden können. Deshalb ist hier auch die Personalnummer kein Primärschlüssel. Ich kann sie aber verbinden, und zwar mit Personalnummer in der Tabelle Mitarbeiter. Und dann sehen wir, dass hier auch schon der Beziehungstyp 1 zu n angezeigt wird. Ich klicke dann auf Erstellen und die Beziehung ist erstellt. Und das kann man sich anschauen, was das für Auswirkungen hat. Wenn man hier bei den Tabellen die Mitarbeitertabelle anschaut, dann sehen wir, da stehen Pluszeichen vor der ersten Spalte und das deutet an, dass es verknüpfte Details gibt. Und hier sehe ich die Seminare, die der Uwe Müller besucht hat. Und wenn ich sehen will, ob die Karin Huber Seminare besucht hat, dann klicke ich auf das Plus. Und so kann ich das dann auch bei den anderen machen. Ein Datensatz in der Tabelle Mitarbeiter kann mit n Datensätzen in der Tabelle Seminare verknüpft sein. Das ist eine 1 zu n Beziehung.